Ein sonniger Wintermorgen in Spala, einem Resort 120 Kilometer entfernt von Warschau. Spala ist bekannt für ein Trainingszentrum, in welchem sich Athleten der verschiedensten Disziplinen auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Für Camila Stepaniuk-Litwinko, die amtierende Hallenweltmeisterin im Hochsprung, der perfekte Platz, um sich auf die Hallen-WM in Portland vorzubereiten. Wir stellen Ihnen Camila von ihrer sportlichen und privaten Seite vor. Ich bin entschlossen, eine Kämpferin, und versuche das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ruhig, ein wenig schüchtern. Ich möchte nicht zu viel Interesse erwecken oder zu viele Emotionen zeigen. Zwei Meter und zwei ist ihre Bestleistung in der Halle, und die Championissima der Universiade 2013 hofft natürlich, diese Leistung erneut zeigen zu können, um sich ihren Traum zu erfüllen. Bei der WM möchte ich gerne meinen Titel verteidigen und dann den Fokus auf die Olympischen Spiele legen. Das treibt mich an, das motiviert mich, um im Training mein Bestes zu geben. Camila hat den Hochsprung in der vierten Klasse im Schulsport also entdeckt. Seitdem hat sie dieser Sport nicht mehr losgelassen. Es ist eine Passion geworden, große Hindernisse zu überspringen. Ich wusste genau, das ist der Sport, den ich ausüben möchte und welcher mich in der Zukunft glücklich machen wird. Das Aufregendste ist die Stange, die auf unterschiedlichen Höhen hängt, zu bezwingen. Du musst also nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit der Stange, die über dir hängt, kämpfen. Diese zu bezwingen macht unglaublich viel Spaß. Nun, ich bringe gute Voraussetzungen mit, um sehr hoch springen zu können. Wir sagen in unserer Sportlersprache gern, dass ich sehr schöne lange Beine habe. Heißt, ich habe also eine gute Veranlagung, um diesen Sport auszuüben. Und was das Mentale angeht, ich gebe niemals auf. Um weiterhin im Kreis der Besten zu sein, hat Camila 2012 ihren Trainer gewechselt. Seitdem wird sie vom ehemaligen Kugelstoßer Michael Litwinko betreut, der neue Methoden und Abläufe in ihr Training gebracht hat. Alles, um ihre Ziele und Träume wahr werden zu lassen. Wir haben die Technik beim Springen und beim Anlauf verändert. Wenn ich zuvor zu einem Wettkampf kam, war mein Anlauf immer der kürzeste. Und ich war viel zu nah an der Latte beim Absprung. Nun ist mein Anlauf der längste der Welt. Ich habe also große Fortschritte gemacht. Sie weiß, dass sie zu den besten Hochspringerinnen der Welt gehört. Sie kann die großen Namen des Sports wie Blanka Blasic oder Anna Cicerova bezwingen. Seit wir zusammenarbeiten, hat sie davon geträumt. Es war ihr größter Traum. Seit dieser Zusammenarbeit hat sich Camila mächtig verändert. Sie hat ihren Sprung weiterentwickelt, und dank ihres eisernen Willens hat sie sich in den vergangenen 4 Jahren 6 bis 7 Zentimeter verbessert. Seit 2013 sind die beiden verheiratet, aber wie schwierig ist das Training und Privatleben unter einen Hut zu bringen? Wir versuchen, den Sport nicht mit in unsere Ehe zu bringen. Das könnte destruktiv sein. Wir trennen diese beiden Bereiche strikt. Zu Hause reden wir nicht über das Training. Ich denke, wir sind ein gutes Team und alles läuft richtig gut bei uns. Jak widać, wydaje mi się, że jesteśmy dobrym małżeństwem i fajnie nam się układa. Schon bei der Universiade 2009 in Belgrad wurde sie Vierte, aber in Kasan 4 Jahre später zeigte Camila ihr ganzes Potenzial. Mit einer übersprungenen Höhe von 1,96 Meter holte sie sich den Titel vor der Russin Maria Kutschina. Ihre Erfolgsgeschichte hat also in Russland begonnen. Es war meine erste Medaille bei einem großen Turnier, und dann war es auch gleich Gold. Das hat mir viel Selbstvertrauen und Kraft gegeben. Ich hätte nicht erwartet zu gewinnen. Aber andererseits wollte ich den Sieg zu sehr, um meine Universiade-Erfahrung damit abzuschließen.
Es war das erste Mal, dass ich wirklich daran geglaubt habe, dass ich hoch springen kann. Und das hat mir einen richtigen Schub für die nächsten Wettkämpfe und die kommende Saison gegeben. Der ehemalige Sportlehramtsstudent ist auf ihrem Erfolgsweg geblieben. Im März 2014 fand die Hallenweltmeisterschaft in ihrer Heimat Sopot statt. Camilla zeigte einen 2-Meter-Sprung und erfüllte so voll und ganz die Erwartungen ihrer Fans. Ich habe gezeigt, dass ich in guter Verfassung war und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Das hätte ich nicht erwartet. Als ich realisierte, dass ich bei der WM in Sopot gemeinsam mit Maria Kutschina auf Platz 1 stand, war das sehr aufregend und ich war voller Emotionen. Ich war so glücklich, das setzte so viel Energie und Kraft frei, um danach weiterzuarbeiten, um mich noch mehr zu verbessern. Dodało mi skrzydeł do tego, żebym mogła dalej trenować, dalej bić swoje rekordy, pokonywać swoje słabości. Platz 3 bei den Hallen-Europameisterschaften, Platz 4 bei der WM in Peking im vergangenen Jahr mit übersprungenen 1,99 Meter. In dieser Saison will Camilla aber mehr. Ich glaube, dass ich in sehr guter Verfassung nach Portland kommen werde. Die Hausaufgaben sind gemacht, sodass ich um ein Top-Resultat kämpfen kann. Aber im Sport kann man nicht in die Zukunft schauen und vorhersagen, was passiert. Aber das macht den Sport ja auch so interessant und schön. Camilla konnte ihren Titel in Portland leider nicht verteidigen. Nach einem schwierigen Wettkampf sicherte sie sich die Bronzemedaille mit Übersprungen 1,96 Meter. Camilla Stepaniuk-Lykvinko. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.